Als Bedeutung für Sochin ist wie eine große Festung. Und innerhalb von dieser großen Festung ist noch etwas Starkes. Noch etwas. Das heißt, man ist geschützt nicht nur durch die Festung, innen drin ist noch was Stabiles. Questa muraglia di una città. Dieser Kreis ist praktisch die Fläche einer Stadt. Guardando 50 km, 10 km, 20 km, si vede una forza di fortezza che non può penetrare. Und wenn man das von einer Weite anschaut, diese Fläche, diese Stadt, man sieht von 10 Kilometer, 50 Kilometer Weile weg, dass diese Festung sehr groß ist, sehr stark ist, man hat keine Möglichkeit hineinzudringen in dieser Festung. Uno vicina, uno truppe vicina per attaccare, ma sembra interno una forza armata che è preparato per difendere e aprire porta, uscire fuori, attaccare e rientrare. Si sente questa strategia di questo castello. Man muss diese Strategie spüren und fühlen. Man will diese Festung mit einer Armee, diese Festung angreifen. Man stellt fest, diese Festung ist unheimlich stark. Dann gehen die Türe auf. Und dann hat man einen Gegner. Und dieser Gegner ist auch noch stärker. Das ist die Grundgedanke. Questa forza di città non è fatto per offensivo, solo per difesa. Und diese Stärke, ja, dieser Staat praktisch greift uns nicht an. Diese Stärke der Staat verteidigt sich nur. Una preparazione molto elevata. Es ist eine große, eine hohe Vorbereitung. Quindi io capito ora. Questa spiegazione del maestro Kanse è realmente questo carattere sentenziale. Das hat als Begründung verstanden von Sensei Kase, diese Begründung, die uns jetzt gegeben hat. Questo per cittadini, questo per nome di città, esistono questa preparazione. Das ist praktisch der Name. Das ist eine Festung, in dieser Festung sind Bürger und diese Bürger sind sehr starke Bürger. Mi piace perché anche il mio vita, il mio kata che faccio per questo. Das gefällt ihm, diese Kata, weil so betreibt er täglich Karate. Allora, adesso facciamo tecnica. Mezz'ora noi facciamo tecnica di Sochi e mezz'ora facciamo applicazione Sochi. Eine halbe Stunde praktizieren wir Sochi-Techniken und eine halbe Stunde Sochi-Anwendung. Quindi inizia difesa, finisce difesa kata Sochi. Kata beginnt mit einer Verteidigung, mit einem Block und beendet auch mit allora, einem Block. Allora, noi cominciamo da fine. Noi cominciamo fine, eh? Wir fangen von hinten praktisch an. Mit dem letzten Teil. Ein Meter weiter weg vom Embussenpunkt. Attenzione, non bisogna andare tanti immagini mentale durante l'esecuzione. Predica solo, uno solo. Man sollte sich jetzt nicht viele Gegner vorstellen. Man sollte sich eine klare Strategie sich vorstellen. Maximal zwei, drei Gegner. Wenn etwas wehtut, nicht hundertprozentig aufhören. Weitermachen. Das, was nicht möglich ist, nicht machen. Se no, l'energia mentale, l'energia chi, forza di chi, il combattimento, si perde per durante il vitale. Sonst verlieren wir diese chi, diese energie, im Laufe des Lebens. Parte finale. Wir uns entteilen. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Okay.
per aumentare flessione, probabilmente non porta a terra, da terra sua forza verso direzione. Aber die Verbindung muss von Mal zu Mal besser werden, die Kraft Richtung Boden muss besser übertragen werden. Io penso, fatta taglio, finisce con questo, passo una forza, e poi ci sono tante altre esplorazioni di kata. Es gibt viele traditionelle Kata. Er denkt an Taikyoku zum Beispiel. Taikyoku beginnt mit kraftvollem an und wird auch kraftvoll beenden. Diese Vorstellung beibehalten. Und das ist die Kraft, praktisch die Verbindung zwischen uns und die Erde. Das heißt, ich und die Erde. Sochin, uguale Sochin. Grande Sochin. Sochin, come montagna. Bei Sochin sehr wichtig, die Verbindung zwischen Erde und wir und die Erde und dann noch dazu kommt das Große. Groß sagt er sich vorstellen, so groß wird er. So wie Funagoshi Sensei geschrieben hat, es gibt zwei Arten, es gibt groß und stark. Es ist auch, es gibt dann die andere Art, leicht und schnell. Auch jetzt mittlere Geschwindigkeit, aber mit Kraft. Kata ist nicht nur Form. Kata ist nicht nur Start und Zurückkehren. Wichtig sind diese drei Punkte. Also die Kraft bis zum Ende, dann wieder aufnehmen. Das hat der Funagoshi Sensei immer gelehrt. Allora, penso, facciamo il suo reale, porta, quindi non correre,
bene bene gustare il mondo del nostro corpo. Was meinst du? Er sagt, langsam die Karte ausführen, aber kraftvoll, es muss schmecken. Ma io esso. Inizio sempre il saluto prima parte. Am Anfang immer die Begrüßung. Ehi, ehi! Qui attenzione, questa forza debole che deve rimanere. Tira. Also, da muss Kraft vorhanden sein, sonst ist man zu schwach. Mit Ochi Sensei zu üben. Giù così e deve andare così fuori, dentro e fuori così, basso. E poi anche basso. Druck nach unten und dann öffnen. Hey. Ancora qua. Questo, questo. Se posizione come senza schiena così, muscolo tenete così, non funziona. Deve tenere il piede così. Wenn wir die Position halten. Pressando il muscolo così deve tenere. Wenn wir Position halten wie Zengo zu Dachi, funktioniert das nicht. Die Fußstellung muss anders sein. Okay, hey, let's go.
tandem, right? はい。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 
Attack, block this, escape, once. This way. This kick catch. Hips turn, right. This way, then turn, other side. Right. One, two. Ski jump down, cover. Right. Right. All right, hey, try. Very short.